beginnen wir unseren Stadtbummel unter den Augen des Bergischen Löwen, dem Wappentier des Bergischen Landes. An seinem Fuß 366 Meter über dem Meer ist das Rathaus nicht nur verwaltungstechnischer, sondern auch optischer und topografischer Mittelpunkt der Stadt. Über die Stadtgrenzen hinaus als Einkaufsmagnet bekannt und beliebt ist das Allee Center mit einer der größten und längsten Glaskuppeln Europas. In diesen Hofschaften liegt auch die Wiege der Remscheider Industrie. In zahllosen kleinen Handwerksbetrieben, sogenannten Kotten, begann man schon vor Jahrhunderten damit, die Kraft des Wassers zum Antrieb von Schleifsteinen und Fallhämmern zu nutzen. So entstand eine blühende Werkzeugindustrie, die bis heute weltweit geschätzt ist. Restauriertes Beispiel ist der alte Steffenshammer. Kein Wunder also, dass auch das Deutsche Werkzeugmuseum in Remscheid beheimatet ist. Prunkstück des neu gestalteten historischen Zentrums ist eine funktionstüchtige Dampfmaschine, neben zahlreichen weiteren Meilensteinen aus der Zeit der industriellen Revolution. Von der Steinzeit bis zur Neuzeit wird hier die Werkzeugentwicklung und Remscheider Unternehmergeist lückenlos dokumentiert. Mit Seminaren und Workshops zu vielfältigsten Themen ist die Akademie Remscheid eine international gefragte Bildungseinrichtung. Darüber hinaus runden private Initiativen das kulturelle Freizeitangebot ab, zum Beispiel mit Jazzabenden im Point of Music. Genussvolles nicht nur fürs Auge, sondern auch für Gaumen und Kehle bietet die Remscheider Gastronomie. Eine regionale Spezialität ist die Bergische Kaffeetafel mit Waffeln, Milchreis und duftendem Kaffee aus der alten Dröppelmina. Rund 60% der Stadtfläche sind land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Die grünen Täler und bewaldeten Höhen rund um Remscheid stehen für Lebensqualität, verbunden mit dem Freizeitangebot einer Großstadt. Zwischen Remscheid und der Klingenstadt Solingen erhebt sich 500 Meter lang und 107 Meter hoch über dem Tal der Wupper die Münsterner Brücke, die bis heute größte Eisenbahnbrücke Deutschlands. Die Verbindung von Tradition und Moderne, Industrie und Kultur, das ist Solingen, das Zentrum der deutschen Schneidwaren- und Besteckindustrie. Die Klingenstadt ist heute ein modernes Mittelzentrum mit rund 165.000 Einwohnern. Eine lebendige Metropole, die über eine der ersten Fußgängerzonen des Landes verfügt. In solchen vorindustriellen Werkstätten der Handwerker und Meister, wie dem heute restaurierten Balkhauser Kotten, wurden über Jahrhunderte Metalle ver- und bearbeitet, vor allem Klingen geschliffen. Die fertigen Klingen oder Scheren zum Kunden zu bringen, dies war früher sozusagen Kopfsache der Lieferfrau. Auf dem Kopf trug und balancierte sie einen großen Korb, der randvoll mit Schneidwaren gefüllt war. Der Klingenpfad führt Wanderer 75 Kilometer weit rund um Solingen ins Grüne. Auf Gemälden wie in Natura ist Burg an der Wupper ein besonderer Blickfang. Der Stammsitz der Grafen und späteren Herzöge von Berg, die dem Bergischen Land den Namen gaben. Hier treiben an sommerlichen Wochenenden noch heute die Ritter ihr Unwesen. Brücke und Fluss werden wohl auch in den nächsten 100 Jahren Lebensadern Solingens sein, einer Stadt, in der sich leben und arbeiten lässt.